So, ich schau mal. Und da bin ich auf Sendung. Herzlich willkommen zum heutigen Live von mir. Thema heute: Digital Nugget High Emotional Web Design. Das heißt, was macht denn wirklich eine gute Webseite aus? Und vor allem, wie kannst du es schaffen, dass du alle Besucher zu deinen Kunden machen kannst. Und das versuche ich zu ergründen. Und schauen wir mal, ob es mir gelingt. Und wir werden nun auch gleich einsteigen. Mein Name ist Klaus-Stefan Dufner. Ich bin Digital Transformation Coach. Seit über 20 Jahren beschäftige ich mich mit dem Internet, mit Websites, mit E-Commerce und allem drumherum, was die IT so ausmacht. Und wenn es um Emotionen geht, dann kann ich eigentlich nur sagen, das Ganze wird ja, wie ihr sicher wisst, immer vom Herz gesteuert. Das heißt, das Herz ist unsere stärkste Kraft, die Liebe, die Harmonie, und jeder möchte sowas natürlich auch auf der Website sehen, aber der Reihe nach. Wie ihr hier seht, geht es hier um das Geheimnis der Farbpsychologie. Das heißt, welche Wirkung haben denn Farben auf einer Website oder im Webdesign? Man sieht jetzt hier zum Beispiel mal verschiedene Farbtöne, und weiter unten ist das Ganze dann auch aufgeführt. Also man sieht jetzt hier beispielsweise die Farbe Rot ist die Farbe der Liebe, die Farbe Orange ist die Farbe der Freundlichkeit, es gibt Gelb, es gibt Grün. Also ich selbst setze auch gerne Grün ein. Da geht es um Gesundheit und Ausgeglichenheit. Blau, Violett. Also ihr seht, die Farben spielen hier schon mal eine große Rolle, wenn es darum geht, Emotionen zu wecken oder einen bestimmten Eindruck zu vermitteln. Und was ich als nächstes euch vorstellen möchte, mal ein Beispiel, wie die Webseiten früher ausgesehen haben, bin ich fündig geworden. Im oberen Bereich seht ihr die erste Website von Apple. Welcome to Apple. Das heißt, wenn man sich das so ansieht und jetzt praktisch heutzutage die Website von Apple im Vergleich mal betrachtet, dann fällt einem doch sicher sehr viel auf, und es ist also völlig anders wie bisher. Das heißt, was man hier sieht, das ist ein wildes Durcheinander. Also es gibt ganz, ganz viele Elemente. Es gibt auch wahnsinnig viel zum Anklicken. Also wenn ihr hier schaut, hier drüben ist ein großes Menü. Es gibt hier gewisse Angebote. Das Ganze ist zugepflastert auf engstem Raum. Und ja, ich glaube nicht, dass man jetzt hier auf den ersten Blick erkennt, was möchte eigentlich diese Website. Das nächste wäre, welche Gefühle werden denn da geweckt in einem? Also ich würde sagen, das, was hier so kommt, Verwirrung. Weiter unten noch ein Beispiel von Pizza Hut. Das ist natürlich jetzt etwas simpler. Wenigstens gibt es hier jetzt nicht zu viele Ablenkungen, und es gibt ein Formular. Und ja, da kann man sich schon vorstellen, dass der ein oder andere dort dann auch entsprechend was einträgt und dann da auch bucht. Also das ist schon mal wesentlich besser wie hier oben. Und wenn man jetzt von sich selber ausgeht, das, was wir eigentlich so kennen, das sehen wir hier. Unser iPhone beispielsweise füttert uns den ganzen Tag mit sehr vielen Messages, Nachrichten und so weiter. Und ja, da will man ja irgendwann mal zur Ruhe kommen. Das heißt, man erkennt eigentlich gar nicht, worum es wirklich geht. Und deshalb sollte die Website eigentlich das ja, krasse Gegenteil davon sein, sollte aufgeräumt sein, sollte eine tolle Botschaft vermitteln. Und, aber worum geht es denn bei deiner Website? Was ist denn da wirklich das Wichtige? Und da möchte ich jetzt mal einen Blick auf meine Website werfen. Und meine Website Klaus-Stefan Dufner ist eigentlich ja, wie folgt aufgebaut. Es gibt oben ein Hero-Bild.
wo ich mich befinde. Daneben dran ist ein Zitat und es gibt hier einen Button. Das heißt, wenn wir das jetzt mal vergleichen mit der Apple-Webseite, dann glaube ich, wird einem schon klar, wenn man das hier sieht, die einzigste Möglichkeit zunächst einmal ist, hier drauf zu klicken oder wenn man oben durch das Menü gehen möchte, wenn man sich hier auskennt. Dann weiter unten kommen eben verschiedene Sätze und meine Geschichte, warum ich das Ganze mache, was mich begeistert. Und bei mir dreht sich alles um das Digital Heart Business. Das heißt, es geht darum, wie kannst du deine Vision umsetzen mit Hilfe der Digitalisierung und wie kannst du deine Zukunft selbst erschaffen und wo möchtest du hin? Das ist das, was ich anbiete. Und was dann halt hier auf der Website aufgebaut, also zu so im weiteren Verlauf, was man dort sieht, es gibt bei mir auch sehr viel White Space. Das heißt, es gibt sehr viele weiße Flächen und das ist nämlich genau das Gegenteil von dem, was man hier sieht. Also hier am iPhone ist alles total zugepflastert mit Nachrichten und bei mir gibt es dann entsprechend White Space, wo man sich auch mal ein bisschen entspannen kann und nicht so zugedröhnt wird mit viel Text. Dann habe ich hier neu aufgebaut eine Bildergalerie. Das heißt, hier kann man entsprechende Bilder anklicken und das Ganze in der Lightbox dann auch durchschauen. Und da ist mir besonders wichtig, dass halt auch Emotionen rüberkommen. Das heißt, ich möchte zeigen, wie viel Spaß es auch machen kann im Leben und das sage ich mal auch jetzt das Thema Geld, nicht das Allerwichtigste ist im Leben. Klar, man braucht Geld, dass man sich was zum Essen kaufen kann, aber es ist nicht so, dass alles nur vom lieben Geld abhängt. Hier in der Mitte sieht man eine weitere Call-to-Action-Box, wo es darum geht, was abzuschließen oder eine Aktion vorzunehmen. Und hier unten verweise ich dann noch auf meine Podcasts. Und wenn man jetzt das Ganze mal aus der Sicht des Kunden betrachtet, warum kommt denn jemand auf deine Website? Ja, da gibt es jetzt verschiedene Gründe. Ich sage jetzt mal, wenn du jetzt als Coach oder Unternehmen tätig bist, dann möchte der Kunde in der Regel ein Problem gelöst haben. Also es kann sein, dass er ein Produkt kaufen möchte, was ihm das Problem löst, oder er möchte ein Coaching, er möchte eine Beratung, er möchte eine Schulung, er möchte eine Information. Das ist ja in der Regel der Grund, warum man zu dir auf die Website kommt. Das heißt, versuche dich doch in die Lage des Kunden reinzuversetzen und frage dich, was sucht denn der Kunde bei dir auf der Website? Und wenn du das weißt, dann kannst du genau das, was der Kunde möchte, auch zur Verfügung stellen. Das heißt, der Kunde hat einen sogenannten Schmerzpunkt. Er hat ein Problem, eine Herausforderung, die er meistern möchte und die er hofft, mit deiner Hilfe, mit deinem Produkt oder mit deiner Website zu lösen. Und das ist eben wichtig, dass du dir mal die Position wechselst und dich in die Sichtweise des Kunden versetzt und schaust, was möchte der Kunde. Und welchen Zustand möchte der Kunde erreichen? Und ich sage mal, ein großes Problem, was immer gemacht wird auf irgendwelchen Websites, dass gezeigt wird bei Unternehmen, wie groß sie sind, wie toll sie sind und wie viel Spaß die Unternehmen haben. Aber eigentlich ist es ja ein anderer Ansatz. Der Kunde, der Klient möchte ja eine Lösung. Und deshalb ist es wichtig, dass du die Lösung vorstellst und nicht allen zeigst, wie groß jetzt dein Unternehmen ist und wie viele Mitarbeiter das hat, sondern dass du wirklich die Lösung dem Kunden präsentierst und dann ist es auch interessant für den Kunden. Und wie kannst du denn das machen? Wo kannst du rausfinden, was der Kunde denn genau möchte? Und das kann man mit der sogenannten Marktforschung machen. Das heißt jetzt nicht, dass du jetzt hier ein Institut beauftragen musst, was die Leute anruft, sondern zum Beispiel kann man das relativ quick machen in Facebook, wenn du in Facebook eine Umfrage startest und mit verschiedenen Punkten, dann bekommst du eine Antwort, was die Leute denn zum Beispiel gerade beschäftigt oder was die Leute gerne lösen möchten. Also versuche über Umfragen
Das Ganze kann man aber auch mit Formularen machen, mit SurveyMonkey. Also es gibt da auch noch Möglichkeiten. Aber am einfachsten, denke ich mal, für den Anfang ist es sicher mit Facebook eine kleine Umfrage zu machen. Und dann sieht man eigentlich recht schnell, was die Leute wirklich möchten. Und du kannst natürlich auch deine Mitbewerber oder Marktbegleiter mal anschauen von der emotionalen Seite, dass du dann auch siehst, was die dort möchten und anbieten, damit du dann auch schauen kannst, ob das für dich dann auch entsprechend etwas ist. Und also ganz wichtig, wenn jetzt du jemand vor dir hast und kannst ihm auch Fragen stellen, dann für mich die vier wichtigsten Fragen sind: Erste Frage, was ist in deinem Leben oder jetzt an diesem Tag passiert, dass du nach dieser Lösung suchst? Also was ist in deinem Leben passiert an diesem Tag, dass du nach dieser Lösung suchst? Also das wäre die erste Frage. Das heißt, das ist jetzt mal der Antrieb, warum er überhaupt auf der Suche ist. Und die nächste Frage wäre, wie hast du das Problem bisher bearbeitet? Das heißt, diese Frage ist für dich auch wichtig, weil du weißt dann ganz genau, wo kommt er denn her oder wie hat er es bisher gelöst? Und als dritte Frage hätte ich, wenn du deine bisherige Lösung nicht mehr nutzt, was würdest du am meisten vermissen? Also wenn du deine bisherige Lösung nicht mehr nutzt, was würdest du am meisten vermissen? Und die letzte Frage, was würdest du deinem Freund als Number One Thing weiterempfehlen? Also das ist auch, gibt auch einen tiefen Einblick. Und wenn du das dann entsprechend hast, diese Fragen, dann eben ganz wichtig auf der Webseite, zeige das Endresultat auch für den Kunden, weil du weißt jetzt ja, was der Kunde möchte mit der Marktforschung, mit der Umfrage, und dann zeige auch, wo der Kunde hinkommen kann, was er erreichen kann. Und wie kannst du das Ganze zeigen? Das kannst du zeigen in Texten und in Bildern. Und da ist halt auch ganz wichtig, sage ich mal, im Text, beim Copywriting, dass dort auch Emotionen rüberkommen, dass die Ansprache auch passt, dass Vertrauen aufgebaut wird. Also, dass du da wirklich auch mit Herz rangehst und wirklich auch liebevoll, sage ich mal, den Kunden auch abholst. Weil ich finde es so furchtbar mittlerweile, wenn es so anonyme Texte irgendwo im Internet gibt. Wir sind doch alles keine Roboter, man soll doch wirklich Texte auch für Menschen schreiben und schauen, was die Menschen dann bewegt. Und eine Frage, die natürlich auch beantwortet werden sollte auf der Website, ist, was bekommst du? Also was bekommt der Kunde, wenn er bei dir einkauft, bei dir was abschließt, was bekommt der hinterher? Da ist beispielsweise eine Möglichkeit, das Ganze zu machen, auch mit Testimonials. Das heißt, ich habe jetzt auch bei mir hier auf der Website Stimmen von Kunden, die ich coachen durfte oder mit denen ich zusammenarbeiten durfte, und habe dort dann entsprechend auch Feedback, und man sieht dann auch, was dabei rauskam. Also ganz wichtig, auch immer das Ergebnis klar zu kommunizieren. Und wichtig auch, also es soll auf der Website eine Beziehung zum Kunden aufgebaut werden. Hole den Kunden ab und verstärke mit deinem Design auch die Emotion, die du transportieren möchtest auf der Website. Und was eben auch, das noch als Tipp, wenn jetzt eine Website erstellt wird, was oft gemacht wird, es wird zunächst ein Design genommen mit Bildern, und man sieht es oft, dort befindet sich dann auch dieser Text Lorem Ipsum und so weiter im Internet, auch noch auf unzähligen Seiten, wo vergessen wurde, das rauszunehmen. Das heißt, man hat zunächst mit dem Design begonnen bei der Erstellung der Website, und ich würde das gerade umdrehen. Ich würde zunächst mit dem Text beginnen und dann das Design dazu wählen. Das heißt, der Text ist das Allerwichtigste, die Botschaft, das, was man transportieren möchte, und die Bilder, die Farben, die Gestaltung unterstützt dann entsprechend deine Message. Wichtig auch, es soll natürlich gut lesbar sein, das heißt, der Kontrast muss stimmen. Ich sage nur, weißer Adler auf weißem Grund wird oft falsch gemacht, dass die Farben zu hell sind und dann eigentlich sich kaum unterscheiden und das Ganze dann anstrengend wird fürs Auge. Nicht zu viel Ablenkung, das heißt, klar, man kann jetzt Dinge sich bewegen lassen, aber es sollte nicht so sein, dass
sage ich mal, 4, 5 Sachen gleichzeitig rumfliegen und keiner weiß dann mehr, wo er eigentlich schauen soll. Also um es zusammenzufassen, nochmal klares Hero-Image, dann Whitespace, also wirklich auch Freiräume schaffen und ja, ein Call-to-Action-Button. Ich habe jetzt hier zwei, das heißt, ich habe ganz oben einen, dann hier habe ich einen und weiter unten dann nochmal einen, aber diese beiden führen natürlich zur gleichen Action. Und ja, genauso verhält sich das Ganze auch mit Landingpages. Ich möchte dir zum Schluss von meinem Live noch eine Landingpage vorstellen. Und zwar habe ich hier die Landingpage von unserem Projekt gemeinsam mit meiner Frau Carmen, CC Herzstark VIP Retreat. Das heißt, man sieht jetzt hier, es gibt jede Menge Whitespace, es gibt ein großes Hero-Image und das Ganze ist dann entsprechend auch klar strukturiert. Es gibt ein Ergebnis, was vorgestellt wird. Es wird quick zusammengefasst. Wir stellen uns vor als Coaches und dann sieht man entsprechend auch mit Bildern, die sicherlich Emotionen wecken und auch Spaß machen und Lust machen, was die Leute erwartet. Es gibt Informationen und zum Schluss eben Call to Action, wo man sich anmelden kann. Und so sieht jetzt eine klassische Landingpage aus. Das heißt, es gibt wenig störende Elemente, es ist klar strukturiert und vor allem es ist emotionales Webdesign, wo man wirklich ja, Gefühle transportieren kann. Gut, ich hoffe, ich konnte dir einen Überblick geben über Emotional Web Design mit vielen wertvollen Tipps, die du auch nutzen kannst für deine Website. Wenn du magst, komme doch in meine Facebook-Gruppe Digital Heart Business. Ich gehe gerade mal zum Link. Den Link dazu blende ich dir mal ein. Das ist auf meiner Website klaus-stefan-dufner.com. Ja, und ich kann sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis bald, euer Klaus Stefan.